Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation des Programmes Map Composer mit dem Untertitel So einfach erstelle ich meine eigene OSM-Karte für den Desktop und/oder das Garmin GPS-Gerät. Was hier noch fehlt, wäre noch dabei zu sagen und Android, weil da gibt es nämlich eine App, die das Ganze auch noch unterstützt. Gut, kurz zu mir, kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Oliver Lamp, ich bin 49 Jahre alt, komme aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Herten. Ja, und meine Anfänge mit Linux begannen im Jahre so 2004 bis 2006. Da habe ich so ein bisschen reingeschnuppert und so ein bisschen getestet und war von Anfang an eigentlich ziemlich ja, begeistert, sage ich mal, von der ganzen Linux-Welt. Und bin dann eigentlich schon im Jahre 2006 dann umgestiegen, also komplett umgestiegen auf Ubuntu und habe das dann als Hauptsystem dann benutzt, am Anfang als Dual-Boot-System. Und ich glaube, sogar im selben Jahr habe ich dann Windows dann ganz runtergeschmissen und ja, bin seitdem auch nur noch auf Ubuntu unterwegs, außer beruflich. Da muss ich Windows benutzen, das geht leider nicht anders. Ja, habe eigentlich seitdem eigentlich auch nie etwas vermisst. So, und das Programm Map Composer, ja, worum es ja heute geht, benutze ich in etwa so seit, ich schätze mal, 8 Jahren ungefähr, sage ich mal, können auch 6 sein, also so genau weiß ich das nicht mehr so genau, und erstelle darüber meine eigenen OSM-Karten. Zu meinen Hobbys, ja, Linux, das wär so im Home-Bereich, ist so mein Hobby, sage ich mal. Dass ich da ziemlich oft so einen Laptop anhabe und auch da mal so einige Distros teste über die virtuelle Maschine oder auch wie auch immer. Habe auch einen kleinen YouTube-Kanal, der nennt sich der Tuxer, ist nichts Besonderes. Da poste ich ab und zu einfach mal so ein, zwei Videos hoch, so wie ich so Lust und Laune habe. Und nebenbei dann draußen fahre ich dann viel Fahrrad, also Mountainbike, MTB. Und da gibt es auch dann so eine Verknüpfung, sage ich mal, vom Map Composer zum Mountainbike-Bereich. Weil ich die Karten, die ich mit dem Map Composer erstelle, dann dementsprechend dann, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann auf dem Garmin GPS-Gerät dann auch benutze. Ja, beruflich habe ich nichts mit IT zu tun. Genau. Deswegen sind meine Software-Skills jetzt, sage ich mal, auch so anwendertauglich, sage ich einfach mal, ne? Ja, was ist Map Composer? Ja, Map Composer ist eine grafische GUI bzw. Anwendung, ja, um topografische Karten aus den OSM-Daten zu erzeugen. Ja, das Besondere an Map Composer ist auch noch, dass er in der Lage ist, Höhenlinien darzustellen, genau, Schummerung und Routen. Ja, Routen ist für mich natürlich ein ganz interessantes Thema, weil man hier dann die Möglichkeit auch hat, ja, Mountainbike-Wege oder Mountainbike-Routen besser gesagt, Wanderwege, ja, Fahrradrouten und so weiter dann dementsprechend dann auch darzustellen, zu verändern. Das kann man alles mit den Map Composer machen. Also Routen ist ein ganz großes Thema. Selbst Buslinien fallen auch unter Routen, könnte man damit auch jetzt anzeigen lassen, bearbeiten und so weiter. Ja, Map Composer soll die Kartenerzeugung vereinfachen und so weit wie möglich automatisieren. Ja, das soll bedeuten, dass Map Composer ist so eine Art, ja, Kartenmanager, sage ich mal, der im Endeffekt auch weitere Unterprogramme zurückgreift und ja, die ganze Erzeugung vereinfachen soll. Weil das Erzeugen von OSM-Karten, ja, da braucht man auch verschiedene Unterprogramme für. Und das managt er im Endeffekt alles. Kann ich mal einen kleinen Verweis zu meiner Homepage kurz machen? Weil hier habe ich jetzt meine eigenen Karten, die ich mit dem Map Composer erstellt habe, stelle ich hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Aber ich wollte mal ganz kurz auf die Unterprogramme drauf eingehen. Hier habe ich das auch nochmal dargestellt, auf welche Programme alles zurückgegriffen wird. Einmal auf die Rohdaten von OSM. Auf die Rohdaten von der Geofabrik. Das müssten mal nicht dann die Höhenlinien sein. Die kommen dann von der Geofabrik. Und weitere Unterprogramme wie MKG Maps, Splitter und so weiter. Ja, das Programm habe ich ja nicht selbst geschrieben, sondern das kommt ja vom NOP, beziehungsweise von der Wanderreitkarte. Da mache ich auch mal ganz kurz einen kleinen Verweis drauf. Genau, hier sieht man zum Beispiel auch,
wozu Map Composer in der Lage ist, zum Beispiel diese Karten, die man jetzt hier online sieht, die sind auch mit dem Map Composer erstellt, sage ich mal. Genau, und man hat hier selber die Möglichkeit, jetzt hier einzugreifen, sage ich einfach mal, von zu Hause aus zum Beispiel zu sagen, so wie jetzt zum Beispiel jetzt die Wanderreitkarte ist oder auch andere OSM-Karten, gefällt mir das nicht. Ich möchte zum Beispiel ganz andere Symbole im Fokus stellen. Die Zoom-Stufen kann man verändern. Man kann zum Beispiel sagen, Wanderrouten interessieren mich jetzt hier nicht, wie jetzt zum Beispiel X16. Ich möchte hier Fahrradrouten haben oder was es da nicht noch so alles gibt. Dazu ist Map Composer quasi in der Lage, das zu machen. Ja, verwendbar ist dann dementsprechend die erzeugte Karte dann einmal mit dem Garmin GPS-Gerät. Eigentlich alle gängigen Outdoor-Geräte. Ich zum Beispiel habe das eTrax 30 am Start. Dann das GPS Map 64 oder GPS Map 66. Genau, es funktioniert eigentlich mit jedem Garmin Outdoor-Handgerät, sage ich einfach mal. Da kann man die Karte dann ganz einfach nach dem Erzeugen überspielen. Darüber hinaus kann man auch noch QMap Check benutzen. Das ist eine freie Software, die ist auch ganz normal über die Paketquellen kann man die installieren. Ist jetzt über ein Software Center komischerweise nicht mehr verfügbar, aber über ein Terminal, über apt-get install, kann man das Programm auf jeden Fall nach wie vor immer noch installieren und ja, die erzeugte Karte dann dementsprechend dann auch benutzen. Und was auch noch geht, wäre Oryx Map. Das ist auch so eine, ja, so eine Karten-App, sage ich mal, fürs Android. Ich weiß nicht, ob es das auch für Apple gibt, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, da kann man die erzeugte Karte mit auch benutzen, sodass man dann auch keinen Datentraffic braucht, wenn man draußen im Feld unterwegs ist oder keine Internetverbindung hat. Dann hat man die Karte dann dementsprechend dann auf sein Handy und kann die ganz normal benutzen. Kurz zwei Sachen zu der Lizenz. Ja, Map Composer wird für nicht kommerzielle Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt. Möchte ich an der Stelle auch mal ganz kurz erwähnen. Ja, hier habe ich so ein paar Beispielkarten, wie so eine Karte aussehen kann. Hier zum Beispiel auf mein GPS-Gerät. Das ist von mir eine erzeugte ja, OSM-Karte. Ich stelle zum Beispiel jetzt im Fokus die Mountainbike-Routen. Hier sieht man zum Beispiel dann hier diese gepunktete Linie, weiß ich, oh, yippie-yay, hier ist ein Track, sage ich mal, ne? Beziehungsweise ein schöner Trail. Dann zeige ich noch die Wanderwege, habe ich noch hervorgehoben. Da haben dann hier so schwarze Punkte, sage ich mal. Hier sieht man es vielleicht besser. Das wäre so der Wegeverlauf der Wanderrouten. Und der Wegeverlauf der Mountainbike-Wege wäre jetzt zum Beispiel jetzt hier mit weiß hinterlegt, roten Punkten. Und sofort habe ich dann, wenn ich unterwegs bin, auch in einem unbekannten Gebiet, sofort einen Überblick. Ja, wo sind interessante Wege? Wo kann man vielleicht mal so auf Verdacht reinfahren? Genau. Ja, dann habe ich aufgeschrieben, meine Homepage. Oh, ich sehe gerade, das stimmt hier nicht. www.mtbtourmap.com. Da gibt es seit einer Woche eine Änderung. Da habe ich auch noch diverse Screenshots. Genau, die kann ich euch da auch mal eben zeigen. Genau, was mit dem Map Composer alles möglich ist. Das überspringe ich mal eben. Das habe ich euch jetzt da gerade gezeigt. Interessant wäre vielleicht noch so eine Desktop-Karte. Könnt ihr euch mal eben zeigen. Jetzt mit Schummerung zum Beispiel. Hier sieht man das schön. Ja, was das dann in dem Sinne bedeutet. Höhenlinien kann man sich anzeigen lassen. Ich glaube, beim nächsten Mal, hier sieht man es, glaube ich, besser zum Beispiel. Da sieht man schön, ah ja, hier geht es berghoch, beziehungsweise hier geht es dann berghunter. Und so kann man auch zum Beispiel im Desktop-Bereich zu Hause dann auch dann seine eigenen Routen planen. Dafür benutze ich zum Beispiel meine selbst erstellten Karte, dass ich auch sofort die Wegeart vernünftig erkennen kann. Hier, was für Mountainbiker interessant sind, zum Beispiel jetzt hier die Routen. Auch wieder klein hinterlegt, noch mit so einem extra Symbol. Ja. Gut, dann mache ich mal mit der Folie weiter. Grundvoraussetzung, ja, genau. Grundvoraussetzung, damit Map Composer vernünftig läuft,
muss ich dabei sagen, Map Composer ist ziemlich arbeitsspeicherhungrig, sage ich mal. Also mit 8 GB kann man anfangen, Arbeitsspeicher. Aber ich denke mal, dann kann man so eine Karte der Größenordnung von Ruhrgebiet kann man damit erstellen. Und darüber hinaus wird es schon langsam kritisch. Ich benutze zum Beispiel 64 GB und da läuft Map Composer ohne Probleme durch. Da kann ich zum Beispiel eine Karte von ganz Deutschland, Dachkarten, also mit Österreich und Schweiz, kann ich damit auch erstellen. Und vorteilhaft ist natürlich auch eine schnelle CPU. Weil was heißt schnell, sage ich mal, ne? Also im Endeffekt, je schneller so eine CPU ist, plus viel Arbeitsspeicher, gleich erhöhte Geschwindigkeit. Also als Beispiel, für ganz Deutschland 64 GB. Ich habe ein i7, ich weiß gar nicht wie viel Gigahertz, da müsst ihr auch erstmal reingucken, brauche ich ungefähr 50, 55 Minuten für, so als Beispiel. Und je langsamer die CPU ist und je weniger Arbeitsspeicher man hat, dementsprechend dauert es dann länger. Ja, Festplattenspeicher braucht man in dem Sinne auch, weil für die Verarbeitung der Karte oder zum Erstellen der Karte werden verschiedene Dateien zwischengespeichert. Rohdaten werden mehrfach bearbeitet, geschnitten und gerendert und so weiter. Und da sollte man schon so ungefähr 20 GB freien Speicherbedarf haben, wobei dann hinter die Endeffekt die fertige Karte für ganz Deutschland hat ungefähr, sage ich einfach mal, je nach Details natürlich auch, wie viel man da reinpackt, ungefähr so 1 GB. So beim Daumen, sage ich mal. Ganz normale Internetverbindung reicht. Ja, und dann gibt es die Software, die wir auf jeden Fall brauchen. Ich fange jetzt hier einfach mal hier von unten an. Internet-Browser ist, denke ich mal, klar. Ein Bildbearbeitungsprogramm ist vorteilhaft. Also ich benutze so ein ganz einfaches MT-Paint, weil es geht nämlich darum, wenn man die Icons anpassen will, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Map Composer, dann wäre hier unter Icons, wären jetzt hier zum Beispiel diverse Icons, sage ich mal, kann man dann dementsprechend selbst bearbeiten. Ja, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Sieht ein bisschen mickrig aus. Es sind auch nur ganz, ganz einfache kleine Dateien. Und ja, dafür braucht man auf jeden Fall ein Bildbearbeitungsprogramm seiner Wahl. Ich benutze das ganz einfache Programm MT-Paint, um dann auch irgendwelche Symbole und Icons zu bearbeiten. Ja, QMapCheck habe ich ja vorhin schon gesagt, hieß früher mal QLand, Landkarte GT. Ja, ist auf jeden Fall vorteilhaft, um die Karten dann auch, die man selbst erstellt hat, am PC dann gegenzuchecken. Ich kann das nochmal ganz kurz öffnen. Ah, da wäre es zum Beispiel, wenn man jetzt eine Karte erzeugt hat, will man nicht jedes Mal aufs GPS-Gerät spielen und gucken und überprüfen, ja, hat das alles so funktioniert. Und dafür eignet sich natürlich QMapCheck besonders gut. Da bin ich jetzt hier dran, mir gerade so eine Zechenkarte zu erstellen für das ganze Ruhrgebiet. Hier, das sind alles Halden, das sind alles Zechen, Zechen mit Förderturm. Haben jetzt hier in dem Fall ein rotes Symbol. Zechenpunkte ohne weitere, also ohne Förderturm, gelbes Symbol. Genau, und dann gibt es auch noch Schächte diverse, gerade südlich der Ruhr zum Beispiel. Stollen werden hier dann angezeigt, inklusive Namen. Ja, und so kann man nach seinen eigenen Wünschen und Belieben ja sein eigenes Thema erstellen, wie ich jetzt zum Beispiel jetzt hier mit der Zechenmap, wo ich aktuell dran bin. Und genau, dieses Programm eignet sich auf jeden Fall sehr gut, um diese Karte sich anzeigen zu lassen. Genau, dann können wir einfach mal anfangen. Map Composer downloaden. Es gibt da, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Einmal von der Originalseite. Die könnte ich ja mal eben aufrufen. Wenn ihr es installieren wollt, einfach mal eingeben. Map Composer. Jetzt hier die Originalseite des Herstellers. Ja, einfach auf Installieren klicken, dann hier auf Download. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das jetzt gerade schon gemacht habe. Aber ihr braucht einmal hier die Datei. Hier ist immer die aktuelle Version. Plus weiter unten habt ihr dann die Starthilfe-Datei oder Starthilfe-Set. Die beiden müsst ihr auf jeden Fall herunterladen.
Ist auch noch eine kleine Anleitung für Linux. Kann man auch mal drauf schauen. Wenn ihr das dann gemacht habt, ich öffne mal den Nautilus. Downloads. Dann habt ihr hier die beiden Programme. Einfach entpacken. Die Starthilfedateien verschieben. Nein. So. Und das wäre dann eigentlich auch dann alles. Dann kann man das ganz klassisch über ein Terminalfenster öffnen. Gut, da muss ich ja noch etwas zu sagen. Wenn ihr das dann so startet, das Programm, hier unten ist noch eine Start-x64-Bat-Datei. Die ist eigentlich für Windows gedacht. Den Befehl könnt ihr eigentlich 1:1 nehmen, wenn ihr diese Semikolien hier ersetzt. Denn es gibt dann keinen Unterschied zwischen Windows und Linux. Bei Windows muss wohl hier ein Semikolon sein und bei Linux ein Doppelpunkt. Das kann man aber ganz einfach ändern. Indem ich einfach sage, ersetze Semikolon durch Doppelpunkt, alles ersetzen. Hat das gemacht? Ja, hat er gemacht. Dann kann man den Befehl eigentlich nehmen, 1:1 kopieren. Noch eine kleine Anmerkung zu diesem Befehl. Hier müsst ihr darauf achten, wie viel Arbeitsspeicher habt ihr. So, wenn ihr 8 GB habt, kann ich nur empfehlen, dann 8000 sozusagen minus 1000 macht 7000. Also immer 1 GB weniger einzugeben, wie ihr quasi habt. Den kopieren wir uns. Wir öffnen ein Terminalfenster. Hier wäre es. Verzeichnis hinein. Und geben dann den Befehl ein. Und dann sollte Map Composer starten. Das wäre jetzt so gesehen die offizielle Version, sage ich einfach mal, wie man Map Composer startet. Oder alternativ, wenn ihr es ein bisschen bequemer haben wollt, könnt ihr auch von meiner Homepage ein Depp-Paket stelle ich da zur Verfügung. Ups, wo muss ich jetzt hin? Genau, zu meiner Homepage. Und zwar seht ihr dann einmal Trackguru, darum geht es heute nicht, um den Map Composer. Genau, den könnt ihr dann hier runterladen als Depp-Paket. Einfach auf Herunterladen klicken und dann habt ihr ein ganz normales Depp-Paket und könnt es einfach per Doppelklick dann dementsprechend installieren. Gut, dann könnten wir eigentlich starten. Ist noch etwas anzumerken? Genau, ihr braucht auf jeden Fall eine Java-Version. Da muss ich auch noch mal gut, da gab es auch noch etwas zu sagen zu Java. Ich mache eben noch mal kurz das Terminal-Fenster auf. Wo ist es denn? Ah, hier. Java minus minus Version. Was hat da jetzt nicht funktioniert? Ein Leerzeichen zu viel, okay. Größer. Es funktioniert auf jeden Fall mit der Open JDK Version 11. Funktioniert Map Composer auf jeden Fall super. Und der Vorteil ist noch, wenn ihr meine Depp-Version nehmt, dann wird die Abhängigkeit sofort erkannt. Java wird sofort mit installiert. Das war als kleiner Hinweis. Ja, Software downloaden, dann QMapCheck kann ich empfehlen oder wie gesagt ein Malprogramm, ganz einfaches, braucht ihr dann halt eben. Da bin ich ja gerade auf eingegangen, auf den Befehl. Gut, dann starten wir einfach mal Map Composer, würde ich sagen. Ich kann das ganz einfach über mein Startmenü, ihr habt sofort einen Eintrag dann, das seht ihr jetzt gerade nicht. Ihr werdet begrüßt mit diesem Fenster. Ich mache das mal hier eben ganz kurz weg. Das brauche ich nicht mehr. So, und zwar ist auch der Vorteil an meiner Version, wird einmal der Arbeitsspeicher abgefragt bei jedem Start. Bei mir sind es dann 64 GB. Und da müsst ihr einfach nur so viel eingeben, wie viel ihr habt. In meinem Fall 64 würde ich jetzt eingeben. Und dann startet dementsprechend der Map Composer mit den richtigen Startparametern. Ja, so sieht Map Composer jetzt aus. Eigentlich recht schlicht und einfach, sage ich mal. Also hier geht noch ein Fenster auf. Schupp. Das einfach hier einfach auf OK klicken.
Das bedeutet, dass die Pfade richtig erkannt werden unter Einstellung, ne, dass sofort hier die richtigen Pfade eingetragen werden. Genau, das macht Map Composer auch automatisch. Dann, wenn ihr eine Karte generieren wollt, ist es als erstes wichtig, natürlich erstmal die Region festzulegen. So, ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Ruhrpott habe ich es genannt und hier dementsprechend Name eingeben. Wenn ihr hier Name eingebt, ist es ganz wichtig, dass ihr keine Leerzeichen benutzt, keine Es und keine Ös. Ja, dann kann es zu Problemen kommen, sage ich mal. Zu Fehlermeldungen und so weiter. Dann ganz wichtig, die Koordinaten. Wenn ihr jetzt die Koordinaten nicht wisst, wenn ihr jetzt nochmal jetzt irgendein Gebiet habt, wovon ihr eine Karte erstellen wollt und ihr wisst nicht so ganz genau, ja, welche Koordinaten habe ich denn überhaupt für dieses Gebiet, sage ich mal. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch jetzt wieder die Wanderreitkarte, um dann mit der Maus dieses Gebiet hier einmal so zu umfahren. Und dann müsst ihr einfach nur gucken, wenn ihr, sagen wir, diesen Punkt hier haben wollt, hier Lembeck zum Beispiel, dann guckt ihr oben auf Position. Hier steht zum Beispiel 7, irgendetwas und 51, irgendetwas. Und darüber kann man dann die Koordinaten haben. Ne, das wäre jetzt hier 7, sagen wir 7,0 bis 7,4. Das wäre jetzt von Lembeck bis Lüdinghausen und von Lüdinghausen 51,7 in der Nord-Süd-Achse. Sagen wir hier unten bis Kastrop, so die Ecke rum, 51,5. Das wären dann dementsprechend dann die Koordinaten, die ihr hier eingebt. Danach ganz wichtig, hier auf Datenquelle einmal klicken. Dann schlägt euch Map Composer schon vor in den oberen Bereich, welche Karten man benutzen kann. Jetzt für dieses kleine Gebiet, sage ich mal, würde es überhaupt keinen Sinn machen, herzugehen und zu sagen, ich lade mir jetzt komplett Europa runter mit 19 Gigabyte und brauche dann nur einen Bruchteil von Daten, sage ich einfach mal. Da würde ich das kleinste Gebiet nehmen. Nordrhein-Westfalen hat ja immer noch 661 Megabyte. Das passt. Und dann einfach auf OK klicken. Dann muss man sich dann überlegen, will man die Höhenlinien beschriftet haben? Ja, nein. Oder will man überhaupt Höhenlinien haben? Das ist dann Geschmackssache, ob man es haben möchte. Ja, dann geht man weiter in dieses Feld, vergibt hier auch ein aussagekräftiges Name. Am besten auch Unterstrich benutzen anstatt ein Leerzeichen. Die Einstellung würde ich für den ersten Lauf erstmal so lassen. Wichtig ist, dass hier steht Image fürs Gerät. Aber es ist auch wieder der Vorteil an meiner Version, da ist der Haken schon an der richtigen Stelle. Sonst müsst ihr den hier manuell setzen. Mit Schummerung könnte man sich noch überlegen, dann dementsprechend hier auch einen Haken setzen. Die Einstellung alle lassen, außer beim Namen. Auch wieder aussagekräftigen Namen vergeben. Das wäre der Name, den ihr hinterher dann auf euren GPS-Gerät seht. Genau, warum der jetzt hier zweimal drin ist, weiß ich nicht so genau. Offenbar müssen da zwei Einträge sein. Dann ist noch wichtig, dass dieses Feld hier blau markiert ist, weil man kann auch jetzt hier über Region, kann man auch mehrere Einträge eingeben. Zum Beispiel, was ich, Nordfriesland oder was auch immer, was man gerade haben will. Und dann würden die hier erscheinen. Da muss man dementsprechend das richtige Feld anklicken. So, einfach auf Speichern klicken. Dann mache ich mir immer noch das Logfenster an. Und zwar aus dem einfachen Grund, falls es zu Fehlermeldungen kommen sollte, dann kann man hier ganz gut ablesen, woran es gehakt hat. Ob man vielleicht irgendwo eine verkehrte Einstellung hat, irgendwas in der Renderregel falsch ist, bei den Ersetzungen oder wie auch immer. Und hier unten das Terminalfenster lasse ich auch sichtbar, weil hier auch nochmal ein paar andere Informationen stehen als da. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal den ersten Lauf. Und jetzt werden als erstes erstmal die Rohdaten heruntergeladen. Und ich gehe mal daher und sage ihm, Planetfall, das ist das, was er jetzt macht, stelle ich danach auf aus, dass er nicht jedes Mal die Daten neu runterlädt, sage ich mal. Man muss den OSM-Server nicht unnötig belasten. Und genau. Deswegen mache ich da einmal auf aus.
Klar, der erste Lauf dauert jetzt ein bisschen länger. Aber ich stelle auch meinen Rechner mal eben ein bisschen auf schneller. Ich hoffe, mein Lüfter wird jetzt nicht zu laut. Ja, in der Zeit, wo er jetzt hier am Bearbeiten ist, kann ich euch ja nochmal ganz kurz einen Verweis machen, dann auf meine Homepage halt eben, dass ich hier auch nochmal einige Videos habe ich auch nochmal zu dem Thema Map Composer veröffentlicht. Da könnt ihr auch mal ganz gerne reinschauen. Genau, so die ersten Schritte, wie man Map Composer unter Ubuntu installiert. Was wäre vielleicht noch interessant, wie man das, wenn man die erstellte Karte mit QMap Check einbindet und auch Routen mit erstellt und wie das Zusammenspiel funktioniert oder wie man mit dem Map Composer eine ganz einfache Karte erstellen kann, die selbst auf den iTrix 10 verwendbar ist. Habe ich mein Video zugemacht. Ja, was wäre noch vielleicht interessant, genau mit den Routen, wie die ganze Routenbearbeitung ist. Wenn ihr jetzt sagt, ja, mich interessieren jetzt Fahrradrouten und möchtet ihr besonders hervorheben, besonders darstellen. Genau, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen innerhalb von 30 Minuten. Was zu beachten ist bei Schummerungen, da muss man zum Beispiel auch noch ein paar extra Einstellungen machen. Da könnt ihr dann auch mal ganz gerne reinschauen. So, jetzt wird mein Rechner gerade ein bisschen lauter. Das heißt, er bearbeitet die ganzen Daten. Was auch noch ganz hier interessant ist, Regionsübersicht. Wenn ihr die Koordinaten eingegeben habt, dann kann man hier drüber auch nochmal abchecken. Oh, ist das Gebiet überhaupt richtig? Vorhin habe ich mal einen Probelauf gemacht. Da habe ich hier irgendwie, habe ich hier einen Zahlendreher drin gehabt. Und auf einmal war die einmal quer bis Asien die Karte. Und das sollte dann natürlich dementsprechend nicht sein. Ne? Da hat man ja auch nochmal einen schönen Überblick, wie das Ganze dann hinterher aussieht. Ja, interessant für die ersten Bearbeitungen ist mit Sicherheit die Objekte, dass man vielleicht dann hergeht und sich die einzelnen Objekte jetzt hier anpasst. Dazu hat man hier mal einen Filter. Der Filter hat einen Einfluss auf die Objekte und auf die Renderregel. Je nachdem, was man jetzt bearbeiten will, zum Beispiel Fläche oder Wege. Als Beispiel kann man jetzt hergehen und sagen, nee, die Straßen sind mir alle viel zu klein, ich möchte die Größe haben, ich möchte die Straße jetzt nicht in Grau haben, ich möchte die Lila haben. Das kann man damit alles einstellen. So, fertig nach 2 Minuten. Hier ist keine Fehlermeldung. Aber wenn hier irgendwas Rotes steht, dann sollte man auf jeden Fall mal nachschauen. In dem Fall ist nichts Rotes. Yippie-yay, die Karte hat funktioniert. So, wo finde ich jetzt die Karte? Dann gehen wir wieder persönliche Ordner, Map Composer. Auch noch ein Vorteil bei meiner Version: Der Ordner wird dann automatisch über das Depp-Paket dann angelegt. Genau. Und dann finde ich unter Garmin, wenn dann mehrere Dateien generiert, aber uns interessiert nur diese G-Sub-Map-Datei. Wir haben ja gesagt, das ist Ruhrpott. Dann nennen wir es auch Ruhrpott. O1. Andere hier können wir alles löschen. Das brauchen wir nicht. Dann kann man die Datei jetzt direkt aufs Garmin GPS-Gerät überspielen, zum Beispiel, aufs Handy überspielen. Oder jetzt hier zu Demonstrationszwecken das Ganze dann mit QMap Check verwenden. So, rechte Maustaste in diesem Feld, Kartenverzeichnis angeben. Ein Verzeichnis habe ich schon, aber ich möchte noch ein zweites Verzeichnis anlegen. Und zwar hier Home-Verzeichnis, Map Composer, Garmin. Sag ihm Choose. Sag ihm Okay. Und irgendwo ist meine Ruhrpottkarte. Hier wäre sie. Die andere deaktiviere ich mal. So, das kommt ja vom Gebiet ungefähr hin, so wie ich das ja vorhin eingegeben habe. Und so würde die jetzt, ohne etwas zu verändern, ohne etwas einzustellen, würde die Karte jetzt aussehen. Und wie man vielleicht jetzt erkennt, sage ich mal, ja, zum Beispiel Wohngebiet jetzt hier so rosa hinterlegt, würde ich jetzt hergehen und sagen, nee, das gefällt mir nicht so ganz. Ja, Wanderwege sind hier mir hier viel zu klein. Zum Beispiel Zoomstufen, ja, die sind irgendwie auch ein bisschen
Ja, nicht so nach meinen Vorstellungen. Haltestellesymbol brauche ich nicht. Zum Beispiel, das kann man alles ändern. Darauf will ich jetzt hinaus halt eben. Oder zum Beispiel Sackgassen, sowas brauche ich nicht. Das könnte man dann dementsprechend alles mit dem Map Composer dann einstellen. So, ich muss ja immer kurz auf meine Uhr gucken. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, ich denke mal, ich werde ein Feedback bekommen, wenn meine Zeit abgelaufen ist. Ich mache jetzt einfach mal weiter, was man noch mit dem Map Composer machen kann. Ja, Feedback ist, die Zeit läuft uns davon, also bitte zum Ende kommen. Okay, das soll es auch an der Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Das ist einfach mal jetzt eine kleine Präsentation. Was ist überhaupt Map Composer? Klar, man braucht so eine gewisse Affinität für Karten. Ansonsten, ja, weiß nicht, für wen wäre das interessant halt eben. Ne? Auch für Leute, die selbst ein Garmin-Gerät haben, die selbst auch mal gerne Routen planen oder die einfach eine Karte haben möchten nach ihren Vorstellungen, die sie auch am PC oder auf der Webseite oder wie auch immer benutzen können oder zum Ausdrucken oder wie auch immer halt. Ne? Und genau, das soll es eigentlich auch an der Stelle gewesen sein. Wie das alles genau, alles im Einzelnen weiter funktioniert, habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es hier einen Verweis auf meine Homepage, wo auch dann Videos zu verlinkt sind. Und im Anschluss stehe ich ja jetzt ja auch nochmal für ein paar Minuten zur Verfügung. Dann, wenn einer noch eine Frage hat, kann mir dann gerne dementsprechend im Anschluss dann auch noch die eine oder andere Frage stellen. Ja, dann wäre ich in dem Sinne jetzt von meiner Seite aus dann damit auch fertig, ja.